Liebe Brüder und Schwestern, wir haben heute Abend das Thema die Bedeutung des Abendmahls und lesen dazu 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 34. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist: Dies aber muss ich befehlen. Ich kann's nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Zum Ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch. Und zum Teil glaube ich's. Denn es müssen ja Spaltungen unter euch sein, damit die Rechtschaffenen oder die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Abendmahl des Herrn. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Und jetzt kommen die bekannten Worte, die beim Abendmahl gesprochen werden. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch, und nicht wenige sind entschlafen, das heißt verstorben. Wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verdammt werden. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme. Ja, Herr, öffne unsere Herzen für dein Wort und schenk uns ein Wort für unser Herz. Amen. Wenn wir über das Herrenmahl, Abendmahl oder Brotbrechen reden und hören heute, dann ist das etwas ganz Zentrales, denn es erinnert uns wie nichts anderes in der Gemeinde des Herrn an das zentrale Ereignis in der gesamten Welt- und Heilsgeschichte, an den Kreuzestod unseres Herrn Jesus Christus. Er hat am Kreuz auf Golgatha sein Blut für dich und mich vergossen. Es ist ein Mahl, bei dem wir an dieses Opfer auf Golgatha denken. Ein Mahl, das auch ein Zeichen der Gemeinschaft ist zwischen denen, die daran teilnehmen. Ein Mahl, das uns erinnert an die Vergebung unserer Sünden, wenn wir im Glauben das Opfer Jesu auf Golgatha annehmen. Ein Mahl, bei dem jedes Mal verkündigt wird: Jesus ist für deine und meine Sünden gestorben und er wird wiederkommen in Herrlichkeit und dann sein Hochzeitsmahl mit seiner bluterkauften Gemeinde feiern. Ein Mahl also auch der Freude und Hoffnung. Hier habe ich schon verschiedene Bedeutungen genannt. Ich werde noch darauf eingehen, um das gleich vorwegzunehmen. Bevor ich nun Kapitel 11 im Einzelnen versuche auszulegen, mit des Herrn Hilfe, diese Verse ab Vers 17, möchte ich aber noch andere Bibelstellen heranziehen,
damit wir überhaupt verstehen, was das Herrenmahl bedeutet. Es ist ja nicht einfach im Neuen Bund erst entstanden, sondern es hat eine Basis bereits im Alten Bund. Und wer weiß wo? Im Passamahl. Und wir wissen ja, dass das Volk Israel in Ägypten in Gefangenschaft war, über 400 Jahre. Und dann hat Gott Mose und Aaron als die Boten berufen, die zu Pharao gezogen sind und gesagt haben, lass mein Volk ziehen. Der Herr spricht, lass mein Volk ziehen. Pharao hat nicht darauf gehört. Dann hat Gott 10 Plagen geschickt. Und die 10. Plage war die Tötung der Erstgeburt. Es wurden alle die Erstgeborenen getötet bei denen, die nicht das Blut des Lammes an ihre Türpfosten gestrichen hatten. Das Blut eines fehlerlosen Lammes. Und da, wir können jetzt nicht alles lesen, aber einige Verse daraus aus 2. Mose 12. Da geht es um die Einsetzung des Passafestes. In Vers 5 heißt es, 2. Mose 12, ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist. Ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen, und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ich kann jetzt nicht alles lesen, aber lest einmal den Zusammenhang. Das ist praktisch die Vorstufe zu dem, was der Herr Jesus dann ja im neuen Bund dann erfüllt hat. Denn dieses Lamm ist ja nichts anderes als eine Vorschattung auf das vollgültige und einzige Erlösungsopfer, das das wahre Gotteslamm, Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha für uns vollbracht hat. Die bitteren Kräuter erinnern an das Leiden in Ägypten, die dabei gefügt wurden. Und das Brot sollte ungesäuert sein, weil man keine Zeit mehr hatte, noch zu warten, bis die gärenden, fäulniserregenden Stoffe im Sauerteig sich gebildet haben. Deshalb ist der Sauerteig auch oft negativ gebraucht im Neuen Testament. Der Jesus spricht vom Sauerteig der Pharisäer, Sadduzäer und Herodianer. Und bei den Pharisäern ist es die Heuchelei insbesondere. Und der Sauerteig der Sünde soll gemäß 1. Korinther 5 auch aus der Gemeinde ausgefegt werden. Auch dieses Brot sollte deshalb ungesäuert sein, auch ein Zeichen der Reinheit. Keine Sünde soll in Verbindung mit diesem Passa geduldet werden. Und der Herr Jesus hat sich selber als das wahre Passalamm bezeichnet. Der Menschensohn, der gekommen ist, um die Sünden der Welt zu tragen. Das ist also die biblische Grundlage im Alten Testament. In 2. Mose 12, das ganze Kapitel wäre hier zu betrachten. Und sie haben es dann auch so ausgeführt. Und der Würgeengel ging vorbei an den Häusern, die ihre Türpfosten mit dem Blut dieses fehlerlosen Lammes bestrichen hatten. Als der Herr Jesus selber dann dieses Passamahl mit seinen Jüngern gegessen hat, da hat er den neuen Bund verkündigt. Und deshalb wollen wir auch das lesen, damit wir ein Gesamtverständnis bekommen, was das Abendmahl, Herrenmahl oder Brotbrechen eigentlich bedeutet. Wir können nicht alle Stellen betrachten, aber doch die wesentlichen. Und ich lese von den drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, die Stelle, die Einsetzung des Abendmahls in Lukas 22. Da heißt es ab Vers 7, es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote. Ja, da haben wir die Erinnerung an das Passa im Alten Bund. Das Brot, der Tag der ungesäuerten Brote, an welchem man das Passalamm opfern musste. Luther übersetzt Osterlamm, aber natürlich steht im hebräisch-griechischen Sinnzusammenhang Pascha oder Passach. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin, bereitet uns das Passalamm, damit wir es essen. Und dann wird beschrieben, wo das stattfindet, das überspringe ich jetzt, und dann ab Vers 14. Und da die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt,
das Passahlamm mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es hinfort nicht mehr essen werde, bis dass es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmet ihn und teilet ihn unter euch, denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Hier steht auch der Begriff Gewächs des Weinstocks, ja, wo es deutlich wird, dass es hier eben von diesem Gewächs des Weinstocks genommen werden soll. Wein, eine Notlösung, kann, wenn wirklich Alkoholkranke da sind, für den Einzelnen unter Umständen auch der Traubensaft sein, aber es sollte in der Regel doch wirklich in der angemessenen geringen Menge, die der Heiligkeit des Abendmahls entspricht. Das Gewächs des Weinstocks. Und dann heißt es in Vers 19, und er nahm das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir sehen also, die Einsetzung des Abendmahls geschah im Zusammenhang mit dem alttestamentlichen Passa. Und der Herr Jesus hat es ganz bewusst, und das war auch in der Heilsgeschichte so bestimmt vom Vater, in dieser Nacht gefeiert. Heute nennen wir es der Übergang von Gründonnerstag auf Karfreitag. Donnerstagabend war das. Am Freitag war ja die Kreuzigung. Nun wurde gerätselt, warum hier unterschiedliche Zeitangaben zu sein scheinen zwischen den Evangelien. Vielleicht haben sich manche damit schon beschäftigt. Ich möchte dazu folgende Erklärung uns zitieren, die John MacArthur in seiner Studienbibel gibt. Denn es ist ja interessant, dass die Jünger mit dem Herrn Jesus zusammen, oder er mit seinen Jüngern, das Passamahl schon am Donnerstag feiert, nicht am Freitag. Ja? Aber da ist er ja als das wahre Passahlamm geopfert. Ist das schon am Donnerstagabend eingesetzt? Wie hängt das zusammen? Ich möchte dazu einen kleinen Exkurs einfügen und zitiere dazu die Einleitung zum Johannesevangelium in der John MacArthur Studienbibel. Er schreibt hier: Die Chronologie des Johannesevangeliums stellt im Vergleich mit den Synoptikern, also Matthäus, Markus und Lukas, eine Herausforderung dar, besonders in Bezug auf die Zeit des letzten Passamahls. Während in den synoptischen Evangelien das letzte Passamahl des Herrn mit den Jüngern am Donnerstagabend stattfindet, am 14. Nisan, und Jesus am Freitag gekreuzigt wurde, behauptet das Johannesevangelium, dass die Juden das Prätorium nicht betraten, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Johannes 18, 28. Somit hatten die Jünger das Passa am Donnerstagabend gegessen, die Juden aber nicht. Das ist ja ein interessanter Unterschied. Tatsächlich behauptet Johannes, Kapitel 19, Vers 14, dass Jesu Prozess und Kreuzigung am Rüsttag vor dem Passa stattfand und nicht nach dem Essen des Passas, sodass Christus mit dem Prozess eigentlich gleichzeitig mit der Schlachtung des Passalammes geopfert wurde, also praktisch am nächsten Tag. Kapitel 19, Vers 14. Die Frage ist, warum die Jünger das Passamahl am Donnerstag aßen. Nun, die Antwort liegt in der unterschiedlichen jüdischen Berechnung des Tagesanfangs und Endes. Von Josephus, der Mischna und anderen altjüdischen Quellen erfahren wir, dass die Juden in Nordpalästina die Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang berechneten. Dieses Gebiet beinhaltete auch die Region Galiläa, in der Jesus und die Jünger mit Ausnahme von Judas aufgewachsen waren. Anscheinend benutzten die meisten, wenn nicht sogar alle Pharisäer, diese Zeiteinteilung. Doch die Juden im Süden, deren Zentrum Jerusalem war, berechneten die Tage von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang, also nicht von Sonnenaufgang zu Sonnenaufgang, von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Da alle Priester notwendigerweise in Jerusalem oder in der Nähe lebten, wie auch die meisten Sadduzäer, hat sie die Zeiteinteilung angeeignet. Auf dieser Grundlage sind die scheinbaren Widersprüche in den Evangelien leicht zu erklären. Man sieht also, es wird immer behauptet, es gäbe Widersprüche, aber die lösen sich auf, wenn man wirklich die Zeitgeschichte etwas näher kennt und erforscht. Und jetzt die Erklärung. Als Galiläa, also Nordisraeliten praktisch, Galiläa,
der See Genezareth liegt ja nördlich von Jerusalem. Als Galiläer betrachteten Jesus und die Jünger den Sonnenaufgang am Donnerstag als den Beginn des Passatages und den Sonnenaufgang am Freitag als dessen Ende. Ja, also das war von Galiläa her die Einteilung. Die jüdischen Führer, die Jesus inhaftierten und vor Gericht stellten, waren hauptsächlich Priester und Sadduzäer, für die der Passatag mit dem Sonnenuntergang am Donnerstag begann und mit dem Sonnenuntergang am Freitag endete. Also praktisch verschoben, ja, um 12 Stunden alles. Versteht ihr? Ja. Durch diesen Unterschied, der durch Gottes souveräne Vorsehung zuvor festgelegt wurde, hier sehen wir jetzt, wie Gott am Wirken ist, auch sogar mit dieser Zeitrechnung. Also durch diesen Unterschied, der durch Gottes souveräne Vorsehung zuvor festgelegt wurde, konnte Jesus das letzte Passamahl mit seinen Jüngern rechtmäßig halten, und zwar am Gründonnerstag bereits, und dennoch am Passatag, also am Karfreitag, geopfert werden, weil da immer noch Passa war, nach der Zeitrechnung, die in Jerusalem herrschte. Ja, das ist eine zutreffende historische Erklärung für diese verschiedenen Kalender. Man muss es aber wissen, sonst meint man, das seien Widersprüche, sind aber keine. Das nur als kleine Ermutigung, auch der Bibel in allem zu vertrauen, dieser Exkurs, dieser Einschub. Denn hier hat Gott durch seinen Geist auch dieses geordnet, sodass also der Herr Jesus das Passa feiern konnte mit den Jüngern und dann am nächsten Tag als das Passalamm geopfert wurde. Wunderbar, ja, wie das alles in Gottes Plan liegt. Nun noch eine Stelle, bevor ich dann auf die Einzelauslegung von 1. Korinther 11, 17 folgende komme. Eine Stelle, die wir nicht übersehen dürfen, weil die so anstößig ist, für die Jünger schon damals war, dass etliche dann nicht mehr mit dem Herrn Jesus gingen, als sie diese sogenannte Brotrede gehört hatten. Wer weiß, wo die steht? Johannes 6, ja. Johannes Evangelium Kapitel 6. Aber es hat eine ganz tiefe Wahrheit. Ich kann jetzt nicht das ganze Kapitel lesen. Es geht darum, dass der Herr Jesus spricht in Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ich bin, was für ein Wort ist das hier, das Ich bin, das Brot des Lebens. Es gibt eine ganze Reihe solcher Worte im Johannesevangelium. Es ist ein Ich bin-Wort oder ein Bildwort, wo natürlich nicht von buchstäblichem Brot die Rede ist. Das ist auch wichtig jetzt, um das Thema Abendmahl richtig zu verstehen. Wir nähern uns langsam dem Zentrum. Es wird ja von der katholischen Kirche dann so sehr stark so ausgelegt, dass hier eine substanziell-materielle Wandlung des Brotes in den Leib Christi und des Weines in das Blut Christi geschieht. Aber wir sehen bereits hier in Johannes 6, Vers 35, wenn der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann steht dieses Wort im Rahmen der Ich-Bin-Worte und die anderen, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber wir kennen die, ich bin die Tür zu den Schafen. Ist der Herr Jesus eine Tür? Nein. Das ist ein Bildwort, ja. Das heißt, der Durchgang, nur durch mich kommt die Gemeinde zum Himmel, die Schafe ins Himmelreich. Oder ich bin der Weinstock. Ist der Herr Jesus ein Weinstock? Nein, aber wir sollen so wie die Reben am Weinstock sein, also mit ihm vereinigt, ein Bildwort. Wenn der Herr Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ist der Herr Jesus wirklich materiell das Brot? Nein. Das Brot symbolisiert die Hingabe seines Leibes zu unserer Erlösung. Das ist der Schlüssel, um das Abendmahl richtig zu verstehen. Es ist also ein Bild- oder Symbolwort. Ich komme darauf noch zurück. Und so verstehen wir auch diese zunächst anstößig erscheinende Brotrede, die auch die Jünger damals nicht alle verstanden, die es nicht verstanden haben, die sind dann weggegangen. Die haben gesagt, das ist zu viel. Das können wir nicht verkraften, was jetzt Jesus hier sagt. Und das waren folgende Worte. In Johannes 6, Vers 51 folgende, da spricht der Herr Jesus, ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Übrigens schon im Begriff, das lebendige Brot müsste deutlich sein, dass es nicht das materielle Brot, das wir hier backen, ist, sondern lebendiges Brot. Ja, ein Bildwort für den Herrn, der das Leben bringt, von dem wir uns wirklich nähren können in Ewigkeit.
vom Himmel gekommen, also kein irdisches Brot. Auch da wird deutlich, ja, das himmlische, lebendige, lebensspendende Brot. Jesus, die Grundlage unseres Lebens. Und dann sagt er weiter, im Bild kann man sagen, ja, wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch. Ja, wenn man das böse ausgelegt hat, da hat man gesagt, Aufruf zum Kannibalismus. So wird es dann auch von manchen verstanden, deshalb sind sie weggegangen. Aber natürlich ist es bildlich zu verstehen in diesem Zusammenhang. Es wird auch ausdrücklich gesagt nachher, ich komme auf die Stelle noch. Das ist mein Fleisch, welches ich geben würde für das Leben der Welt. Das heißt nichts anderes als, ich werde mich ganz opfern am Kreuz für euch, stellvertretend die Sünde der Welt auf mich laden, damit ihr Vergebung, Versöhnung haben werdet. Er gibt seinen Leib, sein Fleisch und Blut am Kreuze hin für uns. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Sie haben es nicht verstanden. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, werdet ihr nicht essen das Fleisch des Menschensohnes und trinken sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die rechte Speise und mein Blut ist der rechte Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch wer mich isst, leben um meinetwillen. Und das heißt nichts anderes, als dieses Opfer Jesu für sich im Glauben annehmen und dadurch völlige Gemeinschaft haben. Und das wird eben besonders beim Abendmahl immer wieder vergegenwärtigt, symbolisch für unser Leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Nicht wie die Väter gegessen haben und gestorben sind. Also es wird nochmal ganz klar das materialistische Missverständnis hier abgewehrt. Ja? Nicht das irdische Manna, was die Israeliten in der Wüste hatten, sondern es ist das geistliche Manna, Jesus, als der die geistliche Nahrung uns gibt für unser ewiges Leben. Und deshalb heißt dann und spricht der Herr Jesus, wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Solches sagte er in der Synagoge, als er lehrte zu Kapernaum. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Warum sagen sie es? Weil sie es nicht verstanden haben. Ja, sie haben das krass materiell verstanden, so wie die katholische Kirche das heute immer noch deutet, ja, mit ihrer magisch-substanziell Wandlungslehre. Ich werde noch zitieren daraus nachher was, wenn die Zeit reicht. Aber sie sagten, eine harte Rede, wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, des Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? Und jetzt kommt der entscheidende Vers, um das richtig zu verstehen. Das ist nämlich diese Stelle nicht materiell, sondern geistlich verstanden werden muss. Und die Bibel gibt uns immer vom Zusammenhang her Hinweise, wo man Aussagen wörtlich verstehen muss und wo man sie geistlich symbolisch verstehen muss. Das muss man vom Zusammenhang her entscheiden. Ja, und hier sagt der Zusammenhang in Vers 63, nicht das Fleisch ist, das lebendig macht, nicht die Hostie ist, die lebendig macht, sondern, ich zitiere, der Geist ist, der da lebendig macht. Der Herr Jesus wehrt hier das materialistische Missverständnis ganz klar ab durch dieses nachfolgende grundsätzliche Wort. Der Geist ist, der lebendig macht. Das heißt, ohne Glaube ist das Abendmahl nichts nütze. Wenn man das nur als materielles Geschehen nimmt, ja, wenn ich jetzt die Hostie esse, werde ich von den Sünden gereinigt und nicht wirklich glaubt an Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, ist es nichts nütze. Ja, dann ist es nur ein magischer Akt, ein Ritual. Ohne Glaube kann niemand selig werden. Natürlich wunderbar, wenn wir Brot und Wein im Glauben erfassen. Das ist natürlich dann gut. Aber nicht die Substanz macht's, sondern die gläubige Annahme des Opfers Jesu am Kreuz, die vergegenwärtigt wird, sinnbildlich, in der Aufnahme von Brot und Wein. Nochmals, der Geist ist's, der lebendig macht. Und der Geist wird erfasst durch den Glauben. Der Glaube heißt, ich vertraue auf den Herrn und nehme ihn an und nehme sein Opfer an zu meiner Erlösung. Das Fleisch ist nichts Nütze. Hier wird es nochmal ganz klar gesagt.
zur Bestärkung, dass man es nicht missversteht, wird nochmal betont, dass Fleisch, das materielle Verständnis von Brot und Wein ist nichts nütze, wenn nicht der Glaube hinzukommt, die geistliche Aufnahme des Herrn Jesus, die völlige Gemeinschaft mit ihm, in dem der Heilige Geist in uns wohnt. Und dann sagt der Herr Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Also auch der Glaube wird hier nochmal betont. Dieser Zusammenhang wehrt jedes substanziell materielle Missverständnis ab. Es gibt ja nun mindestens drei unterschiedliche Abendmahlsverständnisse, muss ich an der Stelle sagen. Das Mahl der Einheit und der Gemeinschaft, das Mahl der Versöhnung und Vergebung ist leider zu einem Zankapfel geworden in der Kirchengeschichte. Zwischen Katholiken, Lutheranern, Reformierten, Freikirchlern und so weiter. Ja, es gibt bestimmt mehr als drei Auffassungen davon, aber ich will nur drei ganz kurz erklären. Das katholische Verständnis ist sakramentalistisch. Das heißt, es wird zwar auch vom Glauben geredet, es ist aber immer der Glaube der Kirche gemeint. Und der Glaube der Kirche spricht von 7 Sakramenten, die ex opere operato wirken. Das heißt, das Lateinisch, aufgrund des bloßen Vollzugs. Wenn ich also die Säuglingstaufe empfange, bin ich schon wiedergeboren, wird in der katholischen Kirche gelehrt. Ja, wenn ich als Priester geweiht werde, bekomme ich einen Charakter indelebilis, eine unzerstörbare Eigenschaft aufgeprägt, die mir niemand nehmen kann, selbst wenn ich aus der katholischen Kirche austrete und nicht mehr Priester bin. Da bleibt immer diese Priesterweihe doch vorhanden. Und genauso beim Abendmahl, da geschieht durch die verwandelte Hostie und das verwandelte Blut, es wird ja nur in der Gestalt der Hostie genommen, bei den Katholiken in der Regel, geschieht eine Sündenvergebung, eine Reinigung, sogar für die Verstorbenen wird gelehrt. Ich möchte dazu einige Zitate bringen aus dem katholischen Katechismus von 1993. Also der hat also dogmatische Gültigkeit für jeden Katholiken. Da heißt es zum Beispiel, mit dem Opfer Christi vereinigen sich nicht nur die Glieder Christi, die noch auf Erden weilen, sondern auch jene, die schon in der Herrlichkeit des Himmels sind. Die Kirche bringt das eucharistische Opfer in Gemeinschaft mit der heiligen Jungfrau Maria dar, sowie im Gedenken an sie und alle Heiligen. In der Eucharistie steht die Kirche mit Maria gleichsam zu Füßen des Kreuzes mit dem Opfer und der Fürbitte Christi vereint. Und weiter heißt es, das eucharistische Opfer wird auch für die in Christus gestorbenen Gläubigen dargebracht, die noch nicht vollständig gereinigt sind, damit sie in das Reich Christi, in das Reich des Lichts und des Friedens eingehen können. In den Totenmessen wird also für die Verstorbenen das eucharistische Opfer dargebracht. Christus wird immer wieder geopfert, unblutig, auf dem Altar der katholischen Kirche, obwohl die Bibel ganz klar sagt, er hat ein für alle Mal das vollkommene Opfer dargebracht, in Hebräer 9 nachzulesen. Aber es wird da immer wieder wiederholt, sogar für die Verstorbenen. Es ist hier also finsterster Okkultismus vorhanden, was uns in der Bibel streng verboten wird, etwa in 5. Mose 18, Verse 9 folgende, wo jede Art der Kontaktaufnahme mit dem Totenreich als Gräuel, als Sünde in den Augen Gottes bezeichnet wird. Wir müssen das so deutlich sagen, gerade um der verlorenen Willen, die sich auf solche Rituale verlassen und nicht erkennen, dass sie den eigenen persönlichen, lebendigen Glauben brauchen und nicht durch irgendwelche rituellen Handlungen ex opere operato, also durch Automatismus gerettet werden. Das Trienter Konzil im 16. Jahrhundert, zur Zeit Luthers, das war also gegen die Reformation veranstaltet worden, 1545 bis 63, das sagt in Canonicus 1 und 3 über das Messopfer folgendes. Das ist also katholische Lehre, verbindliche Lehre, was ich jetzt zitiere. Wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wirkliches und eigentliches Opfer dargebracht, oder die Opferhandlung bestehe in nichts anderem, als dass uns Christus zur Speise gereicht werde, der sei ausgeschlossen. Wer sagt, das Messopfer sei nur Lob und Danksagung oder das bloße Gedächtnis des Kreuzesopfers, nicht aber ein Sühneopfer, oder es bringe nur dem Nutzen, der kommuniziere,
Und man dürfe es nicht für Lebende und Verstorbene, für Sünden, Strafen, zur Genugtuung und für andere Nöte aufopfern, der sei ausgeschlossen. Ja, also wer das nicht alles anerkennt, der wird exkommuniziert. Demgegenüber heißt es im reformierten Heidelberger Katechismus, das ist jetzt gerade so die Gegenposition, die das symbolisch versteht, das Abendmahl, in der Frage 80 des Heidelberger Katechismus: Die Messe aber lehrt, dass die Lebendigen und die Toten nicht durch das Leiden Christi Vergebung der Sünden haben, es sei denn, dass Christus noch täglich für sie von den Messpriestern geopfert werde. Und dass Christus leiblich unter der Gestalt des Brotes und Weines sei und deshalb darin angebetet werden soll. Soweit stellen sie die katholische Lehre dar im Heidelberger Katechismus. Jetzt kommt das Urteil darüber aus evangelisch-reformierter Sicht, also zwinglianisch-kalvinistischer Sicht. Und also ist die Messe im Grunde nichts anderes als eine Verleugnung des einzigen Opfers und Leidens Jesu Christi und eine vermaledeite Abgötterei. Zitat Ende. In den heutigen Ausgaben hat man da eine Fußnote dazu gesetzt und gesagt, dass man das heute nicht mehr so sagen dürfte und dass man ja heute in der Ökumene lebt. Aber im Heidelberger Katechismus, in der Originalfassung, wurde das so deutlich bezeichnet. Ich erinnere nur an Brüder und Schwestern wie zum Beispiel Marie Durand, die, ich glaube, 38 Jahre sich hat einsperren lassen in Frankreich, weil sie es abgelehnt hat, die katholische Messe zu besuchen und die Eucharistie zu empfangen. Aus Glaubensüberzeugung, weil sie es für eine Götzenhandlung gesehen hat. Das war noch in früheren Jahrhunderten und heute sagt man, ist doch alles das Gleiche. Wir können hier Eucharistie teilnehmen. Nein, wer nicht an die Wandlung der Hostie in den Leib Christi und an die Wandlung des Weines in das Blut Christi glaubt, der darf gar nicht teilnehmen an der katholischen Eucharistie, das heißt auf Deutsch übrigens Lobopfer, der darf gar nicht teilnehmen. Deshalb kann die katholische Kirche Protestanten und andere nicht zulassen, wenn sie nicht dieses katholische Eucharistieverständnis übernehmen. Das ist der Grund, dass keine Eucharistiegemeinschaft möglich ist. Die katholische Kirche spricht immer von Eucharistie, in der Regel von Eucharistie. Soweit, achso, ein Verständnis habe ich ganz vergessen natürlich, das lutherische Verständnis. Das steht ungefähr in der Mitte zwischen diesen beiden Positionen, hier katholische Wandlungslehre, dort zwinglianisch-kalvinistische Symbollehre. Luther hat gesagt, dass Christ, dass sich zwar nicht die Substanz umwandle, Materialita in Leib und Blut Christi, obwohl manche seiner Nachfolger das heute so sehen, manche Lutheraner, sondern er hat gesagt, dass Christus in, mit und unter Brot und Wein gegenwärtig sei beim Abendmahl. Also eine geistige Anwesenheit in Verbindung mit diesen Elementen, aber keine wirkliche substanzielle Wandlung, was die katholische Kirche vertritt. Das ist eine interessante Position. Allerdings denke ich, sie geht doch auch ein Stück weit hier über das Wort Gottes hinaus. Wie ihr schon gemerkt habt, ich neige eher der symbolischen Deutung zu, wie sie Zwingli und Calvin vertreten haben. Und ich versuche das jetzt auch noch zu begründen. Will aber hier niemand zu nahe treten, der das anders sieht. Entscheidend ist, dass wir an Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen Herrn glauben. Und nicht jetzt, wie wir im Einzelnen hier das handhaben. Aber doch wollen wir jetzt betrachten, nachdem wir diese ganzen Bibelstellen und dogmatischen Aussagen jetzt schon mal gehört haben, was da so gelehrt wird. Jetzt wollen wir uns wirklich nähern, unserem Wort Gottes in 1. Korinther 11, Vers 17 folgende. Vers 17. Dies aber muss ich befehlen, ich kann es nicht loben, dass ihr nicht zu eurem Nutzen, sondern zu eurem Schaden zusammenkommt. Wenn der Apostel Paulus so schreibt, dann muss etwas sehr Ernstes vorliegen. Ich muss euch befehlen, anordnen. Bei euch liegt Fehlverhalten vor. Und das schadet euch, das schadet der Gemeinde, das schadet auch der Gemeinde gegenüber der Welt, ihrem Ansehen. Ja? Da kommt Jesus selber in Verruf, wenn solche Dinge geschehen. Es ist also eine sehr ernste Ermahnung in Vers 17 angesprochen. Und dann geht es um zwei Themen, um die Spaltungen und um das Liebes- und Herrenmahl, das damals noch verbunden war miteinander. Darauf komme ich gleich noch zurück.
Nun, zu den Spaltungen möchte ich jetzt nur kurz mich äußern. Das hatten wir ausführlich in Kapitel 1 betrachtet, wo es darum ging, die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen zu Apollos, die dritten, ich gehöre zu Christus. Und es ist doch Sünde, wenn man hier sagt, ich bin was Besseres als du und ich gehöre der besseren Partei an. Ja. Das ist also nicht gut in den Augen des Herrn. Allerdings, manchmal müssen Spaltungen sein. Hier stehen übrigens im Griechischen zwei verschiedene Begriffe. In Vers 18 steht Schisma, das ist also die Spaltung. Es gab im Mittelalter solche Kirchenspaltungen auch. Schismata, wo die eine Kirche sich von der anderen trennt oder die eine Gruppe von der anderen. Und dann steht in Vers 19 ein anderer Begriff, nämlich Heiresis, Parteiung, Parteibildung, dass man eine andere Richtung einschlägt, auch lehrmäßig. Als erste ist die Spaltung allgemein, als zweite ist die lehrmäßige Richtung, die jemand einnimmt. Einmal Schisma, einmal Heiresis, wovon das Wort Häresie, also Richtung, herkommt. Nun, also Vers 18, zum ersten höre ich, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, sind Spaltungen unter euch und zum Teil glaube ich's. Es ist interessant, dass hier steht, zum Teil glaube ich's. Man muss immer bei Gerüchten aufpassen. Es wurde ihm ja zugetragen. Deshalb ist es immer gut, wenn man nachfragt. Ja, wenn man auch über jemand was gehört hat, dass man da nachfragt, verhält es sich so, was ist wirklich vorgefallen? Stimmt es, dass da Spaltungen bei euch sind? Gibt es Missstände? Wird Sünde geduldet? Zum Teil glaube ich es, er glaubt nicht alles. Und es ist eine gute Regel ja, dass man das, weil Gott uns zwei Ohren gegeben hat, wir immer beide Seiten hören müssen, wenn etwas behauptet wird. Macht ihr das auch so, ja, wenn euch was zugetragen wird? Es wird so viel getratscht und geklatscht, aber glaubt nie nur einer Seite. Ihr müsst immer beide Seiten hören und im Gebet Gott bitten, dass er euch in die Wahrheit leitet. Gerade wenn ihr vielleicht als Schlichter auch eingeschaltet werden sollt. Spaltungen zum Teil glaube ich. Und jetzt kommt etwas vielleicht Überraschendes, wo wir nicht gerechnet haben, wenn der Apostel Paulus schreibt, inspiriert durch den Heiligen Geist. Denn es müssen ja Parteiungen, Heiresis oder Spaltungen unter euch sein. Warum? Damit die Rechtschaffenen, die Bewährten, griechisch Dokimoi, unter euch offenbar werden. Seht ihr, es gibt eben verschiedene Arten von Spaltungen. Es gibt Spaltungen durch Rivalität, wo einer sich für besser hält als den anderen und dann gibt es persönliche Konflikte. Das sollte an sich nicht sein. Ja? Das ist dann oft mit Ehrgeiz, Hochmut, Stolz, Rechthaberei verbunden, alle Sünden, die in der Gemeinde des Herrn normalerweise nicht vorkommen dürften. Ja? Die müssen bereinigt werden. Es gibt aber auch Spaltungen wegen Irrlehren, wegen falschen Lebensformen und die müssen sein. Da muss der Sauerteig der Sünde hinausgetan werden und wenn es nicht mehr möglich ist, dann muss man sich selber absondern. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr euch trennen musstet, vielleicht von einer Gemeinde, wo ihr Lehren überhand genommen haben? Ja, das wird ja heute immer aktueller in vielen Kirchen und Freikirchen. Wie verhält man sich als einzelner Gläubiger? Da müssen dann wirklich manchmal, so schmerzlich es ist und so sehr es an sich zu vermeiden wäre, aber es müssen manchmal doch Spaltungen sein. Hier steht das Wort, es muss so sein, aber nur natürlich in besonderen Ausnahmefällen, wo es nicht mehr anders geht. Eine gute Regel lautet, wenn Missstände in einer Kirche oder Gemeinde auftreten, zuerst auftreten und dann erst austreten. Und wenn das Auftreten auch nichts mehr nützt, wenn aller Protest, alle biblische Ermahnung, die wir noch bringen können, nichts mehr nützt, dann gilt es, ein Zeichen zu setzen und eine falsche, abgefallene Kirche oder Gemeinde nicht länger zu unterstützen. Jeder prüfe hier selber auch seiner Ortsgemeinde, wie die Situation ist, ob noch das Evangelium klar und bibeltreu verkündigt wird oder nicht. Aber so viel zu dieser Frage der Spaltung. Wir hatten das ja auch schon ausführlich in Kapitel 1 in der Auslegung behandelt. Und die müssen sein, damit die Rechtschaffenen offenbar werden, die bewährt sind, die dem Herrn die Treue halten, die allein Gott und sein Wort hochhalten und respektieren. Und nun aber das Hauptthema, jetzt kommen wir wieder darauf zurück, das zweite und der zweite Missstand. Wenn ihr nun zusammenkommt, so hält man da nicht das Herrenmahl. Luther übersetzt das Abendmahl des Herrn. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Also da muss es zugegangen sein. Das hat dem Herrn Jesus keine Freude gemacht.
Und das ist auch der Grund, liebe Geschwister, dass das dann sehr schnell geändert wurde, diese Form, wie es in der Urchristenheit geherrscht hat. Denn wie war es dort? Wir sehen hier, wenn wir das lesen, dass da nicht einfach nur Brot und Wein gereicht wurden, sondern da war ein richtiges Festessen dabei. Es war ein Liebesmahl. Und der Sinn war, dass man miteinander teilen sollte. Das heißt, die, die mehr hatten, sollten etwas abgeben an die, die weniger hatten. Es sollte ein gesunder, auch sozialer Ausgleich in der Gemeinde stattfinden. Und das wurde leider pervertiert, verdreht, missbraucht von denen, die viel hatten. Die packten ja Essen aus und haben alles selber gegessen, waren nicht bereit, zumindest wohl die meisten, waren nicht bereit, mit den Bedürftigen zu teilen. Und dann haben sie sich sogar betrunken. Also wirklich traurig ist das dann abgelaufen. Und deshalb schreibt der Apostel, habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Esst euch zu Hause satt, bevor ihr in die Gemeinde geht. Das ist auch eine Regel, wenn man eingeladen ist. Man sollte nicht ausgehungert wie ein Wolf zu Gästen gehen. Ja? Kennt ihr auch diese Regel? Das ist manchmal peinlich, wenn man da wirklich so Hunger hat und dann sage ich immer, ach, schmeckt mir so gut, ich esse so gern, euer Essen wunderbar, aber ist manchmal der dritte Teller dann schon, ist mir auch schon passiert, gebe ich zu. Schmeckt ja meistens gut, wenn man daheim natürlich auch, aber auch wenn man eingeladen ist. Aber es ist besser, wenn man nicht so hungrig hingeht, dass man vielleicht vorher noch einen kleinen Joghurt oder irgendwas zu sich nimmt, dass man nicht ausgehungert zu den Gastgebern kommt. Gell, Wendel? Er weiß auch ein Lied davon zu singen, wir waren bei Ihnen schon mehrfach. Aber so ist es eben, der eine ist hungrig, der andere betrunken. Und so haben sie sich getroffen und dann wurde in der Gemeinde ausgepackt und die sowieso viel hatten, haben ihre eigenen Sachen dann auch noch aufgegessen, ohne mit den anderen zu teilen. Ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Der eine hungrig, der andere betrunken. Ihr sollt das lieber daheim dann schon essen und dann könnt ihr auch teilen. Wenn das nämlich nicht geschieht, ist es eine Verachtung der Gemeinde Gottes. Man schätzt dann nicht mehr die Gemeinde und damit auch nicht den Herrn hoch und gibt ihm nicht die notwendige Ehre. Es soll alles gesittet und ordentlich zugehen in der Gemeinde des Herrn. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt, oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, die nichts haben, indem ihr nicht mit ihnen teilt? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich euch nicht. Ja, und heute ist nur noch übrig geblieben, was heißt nur, ja, ist natürlich zentral, aber Brot und Wein. Man hat aber dieses Essen weggetan. Aber ich sage mal, Gott sei Dank, man hat es auch wieder eingeführt in vielen Gemeinden. Zwar nicht jetzt direkt im Zusammenhang mit dem Abendmahl, aber auch in unserer Gemeinde war es Erntedankfest. Da haben wir haben sonst fast jeden Sonntag Abendmahl, aber da hatten wir dann auch gemeinsames Essen, ja, sodass es also auch in Gemeinden heute noch stattfindet. Dass man auch gemeinsam isst und aufeinander Rücksicht nimmt. Man sagt immer, an der Essenstheke zeigt sich, wer wirklich Christ ist. Warum? Woran erkennt man das? Naja, der lässt dem anderen den Vortritt. Bei den Kindern kann man ja vielleicht noch ein Auge zudrücken, aber wenn dann Erwachsene sagen, ich war zuerst da, schubst weg und so weiter, dann ist das schon sehr ungehobelt und nicht gerade ein Zeugnis. Ja, nun aber nach dieser Vorrede zum Liebesmahl, das dann kein Liebesmahl mehr war, sondern ein egoistisches, sich selber vollfressen und das dann leider immer mehr zurückging in der Geschichte, aber heute auch wieder belebt wird in vielen Gemeinden, dann kommen die eigentlichen Einsetzungsworte, die ja vor jeder Mahlfeier gesprochen werden sollten, wenn es ein wirkliches Abendmahl ist. Denn ohne die Einsetzungsworte ist es ein einfaches Essen. Es sollte also auch gesprochen werden, was hier steht, diese Einsetzung des Mahles. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Wir sehen also, das steht jetzt zwar hier in einem Paulusbrief, aber es ist eine Tradition, die er von Jesus selber bekommen hat. Der Herr ist ihm ja erschienen, gemäß 2. Korinther 9, Vers 1, glaube ich, steht es. Den Vers weiß ich jetzt nicht genau, aber jedenfalls, da schreibt der Apostel, habe ich nicht den Herrn selber gesehen vor Damaskus. Und er hat sicherlich auch durch die Apostel diese Worte des Herrn überliefert bekommen. Er hat es also vom Herrn Jesus empfangen, direkt und auch durch apostolische Überlieferung der anderen Apostel, was er nun hier wiedergibt.
der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, verraten von Judas Iskariot, nahm er das Brot, dankte, hier steht das griechische Wort für Eucharistie, Lobpreisen, ja, das ist der Begriff, und brach's. Das drückt aus, dass der Herr Jesus sich selber hat zerbrechen lassen am Kreuz für uns. Es wurden ihm zwar nicht die Beine gebrochen, aber doch wurde symbolisch gesehen sein Leib zerbrochen durch den Tod. Und das drückt eben auch das Brechen des Brotes aus. Christus hat seinen Leib für uns hingegeben. Brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Sein Leib, symbolisch dargestellt im Brot, nicht materiell, aber so, dass wir immer wieder erinnert werden an sein Opfer. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also es ist hier an dieser Stelle ganz klar ein Gedächtnismahl, um daran zu denken. Anamnesis steht im Griechischen. Wunderbar hier die zwei Wörtchen für euch. Ja, für euch. Er hat es nur getan für uns. Er war ja unschuldig und starb als das unschuldige Opferlamm für uns. Er hätte es nicht nötig gehabt zu sterben. Er hätte Legionen von Engeln holen können und hätte vom Kreuz herabsteigen können. Das war ja auch die letzte Versuchung, die an ihn herangetragen worden war. Aber er hat standgehalten, hat sogar die äußerste Verlassenheit von seinem Vater auf sich genommen. Er selber ist natürlich auch Gott, auch am Kreuz war der Herr Jesus Gott. Aber er hat stellvertretend unsere Gottverlassenheit getragen. Deshalb sagt er die Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, wir hängen da am Kreuz. Unsere Sünden scheiden uns von Gott. Und in dem Moment, als der Herr Jesus die Sünden am Kreuz getragen und gesühnt hat, war er vom Vater geschieden. Und deshalb sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat seine Göttlichkeit nie verloren gehabt als der Sohn. Man muss ja schon unterscheiden zwischen Gott Vater, Sohn, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es ist ein göttliches Wesen in drei Personen. Aber alle drei Personen sind eines göttlichen Wesens. Der Sohn ist vom Vater gezeugt in ewiger Zeugung. Der Geist ist vom Vater und Sohn ausgesandt und hat in uns Wohnung genommen, wenn wir wiedergeboren sind. Gemäß Johannes 3. Mein Leib für euch gegeben, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Blut des Herrn wurde für uns vergossen. Der Wein im Kelch symbolisiert das Blutopfer Jesu am Kreuz. Und hier steht ein wichtiger weiterer Schlüsselbegriff, der neue Bund. Luther übersetzt das Neue Testament. Und es geht hier um die Erfüllung verschiedener Aussagen im Alten Testament, insbesondere von Jeremia 31. Deshalb müssen wir an der Stelle Jeremia 31 aufschlagen, damit wir verstehen können, was hier heißt, der neue Bund. Jeremia 31, Vers 31, folgende. Kann man sich gut merken, ja? Zweimal die Zahl 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Wir sehen also, in diesem neuen Bund geht es ganz zentral um die Vergebung der Sünde. Und das ist die Erfüllung in der Hingabe des Herrn am Kreuz, vergegenwärtigt im Gedächtnis des Abendmahls. An die Sünde wird nimmermehr gedacht, sie ist hinweggetan auf Golgatha.
Und deshalb desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Gedenkt an mein Opfer, damit es für euch im Glauben erfasst wird und Realität wird in eurem Leben, damit ihr gereinigt von den Sünden Zugang habt zum himmlischen Thron beim Vater. Nun möchte ich auch noch historisch etwas dazu ergänzen, weil das sehr interessant ist mit diesem Kelch. Das habe ich im Kommentar auch von John MacArthur hier gefunden, auf Seite 294, Kommentar zum 1. Korintherbrief. Er schreibt hierzu, das Passamahl, also im Judentum jetzt betrachtet, da gab es 4 Kelche. Das Passamahl begann mit einer Segnung des ersten Kelches Wein durch den Gastgeber, der dann den anderen weitergereicht wurde. 4 Kelche voll Wein wurden während des Mahles durchgereicht. Nachdem der erste Kelch getrunken war, wurden bittere Kräuter in eine Fruchtsoße getunkt und gegessen und eine Botschaft über die Bedeutung des Passas wurde weitergegeben. Dann wurde der erste Teil eines Loblieds, das Hallel, gesungen. Das Hallel umfasst die Psalmen 113 bis 118. Und als erster Teil wurde gewöhnlich Psalm 113 allein oder zusammen mit Psalm 114 gesungen. Nachdem der zweite Kelch durchgereicht wurde, brach der Gastgeber das ungesäuerte Brot und reichte es herum. Dann wurde das Mahl, das aus dem gebratenen Opferlamm bestand, gegessen. Der dritte Kelch wurde dann nach Gebet durchgereicht und der Rest des Hallels wurde gesungen. Der vierte Kelch, der das kommende Königreich feierte, wurde unmittelbar vor dem Aufbrechen getrunken. Es war der dritte Kelch, den Jesus segnete und der Kelch des Abendmahls wurde. Indem es heißt, in Lukas 22, Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Da ist also das Mahl des Opferlammes gemeint, ja. Deshalb wird auch zuerst das Brot gereicht und dann der Wein auch heute, ja. Das Brot steht für das Opferlamm, für das Mahl und der Wein dann auch für das Vergießen des Blutes. Bloß, dass wir historisch mal sehen, vom Judentum her, ja, wie das dann auch von Jesus und seinen Aposteln dieser Nacht gefeiert wurde und wie dann die Einsetzung des neuen Bundes durch sein persönliches Selbst- und Ganzopfer geschehen ist. Die Erfüllung dessen, was im Judentum vorgeschattet war, geschah in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Nun, Vers 26, 1. Korinther 11, 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Hier sehen wir weitere Bedeutungen des Abendmahls oder Herrenmahls. Wir haben gesehen, es ist ein Gedächtnismahl. Es ist ein neuer Bund, der gestiftet wurde. Und es wird jedes Mal, wenn Abendmahl gefeiert wird, der Tod des Herrn verkündigt. Auch gegenüber den Ungläubigen, die allerdings das Mahl nicht nehmen sollten. Ich komme gleich darauf zurück. Aber der Tod des Herrn wird auch dadurch verkündigt. Es macht vielleicht gerade auch für Menschen, die noch nicht gläubig sind, einen Eindruck, was tun denn die Christen da? Ja, das ist für sie eine ganz heilige Handlung, die da geschieht. Etwas Besonderes, ein Opfertod am Kreuz, der mich von den Sünden erlöst. Immer wieder wird dieser Tod des Herrn verkündigt, wenn das Abendmahl gefeiert wird in biblischer Weise. Und das wird verkündigt, bis er kommt. Und hier ist auch der Ausblick auf die Wiederkunft des Herrn. Das ist immer auch ein Freudenmahl, weil nämlich der Herr Jesus im tausendjährigen Reich oder dann auch in der Ewigkeit, gibt es verschiedene Auslegungen drüber, jedenfalls das Mahl mit der bluterkauften Gemeinde feiern wird. Und nun kommen Warnungen. Und das sollte man wirklich bedenken, weil heute gibt es sehr viel Missbrauch mit dem Abendmahl. Bis hin zu einem Feierabendmahl bei Kirchentagen, wo dann mit Coca-Cola und Sandwiches das gefeiert wird. Das hat mit Abendmahl nichts mehr zu tun. Man kann nicht einfach die vorgeschriebenen Elemente, Brot und Wein, hier austauschen gegen
irgendetwas und dann das auch jedem Beliebigen geben, dann wird es auch in vielen Gemeinden heute schon an Kinder gereicht. Kann das biblisch haltbar sein, so etwas? Ich denke nicht, denn hier steht nun in Vers 27 Folgendes. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Nun, was heißt unwürdig? Mir sind drei Bedeutungen davon deutlich geworden. Erstens, es heißt ungläubig. Wer nicht gläubig ist, der sollte das Abendmahl an sich vorbeigehen lassen. Wer nicht wirklich glaubt an Jesus als den für ihn gestorbenen und auferstandenen Messias, Sohn Gottes, der sollte das Abendmahl nicht nehmen. Er trinkt sich sonst zum Gericht. Es ist eben kein bloßes Ritual, sondern es ist wirklich die Gemeinschaft mit dem Herrn, die hier besonders vergegenwärtigt wird. Und ein Ungläubiger hat noch keine Gemeinschaft mit dem Herrn. Und schon gar nicht durch ein Ritual, wenn der Glaube fehlt. Ja, das ist ein großes Missverständnis. Und da werden auch solche Kirchen schuldig, die bei den Besuchern ihrer Gottesdienste den Eindruck erwecken, wer jetzt diese Hostie nimmt, auch wenn er nicht wirklich glaubt, der kann von den Sünden gereinigt werden. Das, liebe Freunde, kommt aus dem Heidentum, etwa aus den babylonischen Mysterienreligionen. Es ist in verschiedenen Büchern, etwa von Alexander Hislop und anderen nachgewiesen worden, der Two Babylons, dass hier viele Einflüsse, vor allem in den römischen Katholizismus, eingeflossen sind aus der heidnisch-babylonischen Mysterienreligion. Kann ich jetzt hier nur andeuten, aus Zeitgründen. Nein, kein magisches Ritual, sondern im Glauben muss es erfasst werden. Im persönlichen Glauben. Also, unwürdig ist, wer ungläubig Brot und Wein zu sich nimmt. Er soll es dann lieber vorbeigehen lassen, wenn er nicht glauben kann, kann im Gottesdienst teilnehmen, aber das Abendmahl ist nicht für den Ungläubigen bestimmt. Unwürdig ist zweitens, wer das Abendmahl unbußfertig nimmt. Wer es nimmt, so nach dem Motto, naja, in der Haltung, es werden die Sünden abgewaschen, aber dann kann ich jetzt wieder darauf lossündigen, dann wird es wieder abgewaschen. So in dieser Haltung, ja, wer damit spielt. Aber das Wort Gottes sagt uns ja, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Natürlich dürfen wir dankbar sein, dass unsere Sünden vergeben sind und werden beim Abendmahl daran erinnert, als Gedächtnismahl. Aber das heißt nun nicht, dass wir immer im gleichen Stand bleiben sollen. Wir sollen ja durch die Gnade des Herrn wachsen in der Heiligung, ihm ähnlicher werden und nicht sagen, ja, sowieso egal, ich nehme jetzt halt dieses Ritual, aber ich werde trotzdem nicht anders. Der Herr möchte auch in unserem Herzen arbeiten. Ich rede jetzt keinen Perfektionismus, das Wort. Ja, wir werden nie sagen können, dass wir völlig ohne Sünde sind. 1. Johannes 1. Wer sagt, er sei ohne Sünde, macht Gott zum Lügner. Aber wir sollen auch nicht mit der Sünde spielen und das Abendmahl als Beruhigungskissen nehmen, dass dann alles immer wieder so glatt in Ordnung geht. Ich hoffe, ihr versteht richtig, was ich damit sagen will. Also wir sollen es nicht missbrauchen und nicht nur formal nehmen. Also das Zweite, unbußfertig. Nein, wir sollen eine Bußgesinnung haben, wir sollen Buße tun über unsere Sünden, wirklich von Herzen und auch mit Tränen, ja, wenn es der Herr so schenkt, dass wir ihm alles bringen und sagen, Herr, ich möchte mich ändern durch deine Kraft, hilf du mir, gib mir Kraft, der Sünde zu widerstehen. Und das Dritte, was unwürdig bedeutet, ist eben unversöhnlich. Unversöhnlich. Wo es um Mitmenschen geht, auch mit Geschwister. Es ist doch traurig, wenn wir hören immer wieder, ich kann mich mit dem Menschen nicht versöhnen. Nun, was sagt Gottes Wort dazu? Soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das heißt praktisch, wir sollen den ersten Schritt tun. Dann kann es sein, dass auch der andere nachzieht. Wenn nicht, bleibt die Schuld bei ihm. Und dann können wir auch zum Abendmahl gehen, wenn wir von uns aus versöhnungsbereit sind. Es gibt ja die Meinung, ja, wenn ich mich jetzt mit der Person nicht versöhnen kann, dann kann ich nie zum Abendmahl gehen. Das ist aber falsch. Wenn du es versucht hast, dich mit der anderen Person zu versöhnen und diese Person es dauerhaft ablehnt, dann kannst du trotzdem gehen. Dann bist nicht du mehr schuldig, sondern die Schuld bleibt auf dem liegen, der nicht versöhnungsbereit ist. Habt ihr das verstanden? Das ist ganz wichtig, weil das ist für viele eine Not. Die gehen dann nicht zum Abendmahl und denken, ja, da muss erst immer alles in Ordnung sein.
Das geht gar nicht. Es gehören ja immer zwei dazu oder vielleicht noch mehr Menschen. Aber ich selber soll ein versöhnungsbereites Herz haben und soll es auch versucht haben, mich mit dem anderen auszusöhnen. Wenn aber die andere Person das dauerhaft ablehnt, was kann ich dann tun? Ja, dann brauche ich trotzdem die Gnade des Herrn, die Gemeinschaft der Gläubigen, das Gedächtnis seines Opfers. Und ich darf zum Abendmahl gehen. Also, unwürdig heißt ungläubig, unbußfertig, unversöhnlich. Es gibt vielleicht noch weitere Aspekte, aber das sind, denke ich, die drei wichtigsten. Wer aber gläubig ist, wer bußbereit ist, wem seine Sünden leid tun, und wer versöhnungsbereit ist, der darf auch zum Abendmahl gehen. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Die Selbstprüfung gehört dazu, ja, gerade bezüglich dieser genannten Aspekte. Und wenn wir alle drei Aspekte bejahen können, ich bin gläubig, meine Sünden tun mir leid und ich bin bereit, mich zu versöhnen, ich habe es auch schon versucht, dann kann ich auch frohen Herzens gehen. Dann ist sogar eine Aufforderung hier von Gott, von seinem Wort her, dann geh zum Abendmahl. Es fehlt sonst wirklich etwas in deinem Leben. Es gehört dazu, der Herr hat es so eingesetzt und als Anordnung bestimmt. Übrigens mag ich den Begriff Sakrament nicht, weil das wieder dieses materialistische, automatische Operatordenken des Katholischen sehr stark beinhaltet. Ich spreche lieber von einer Verordnung. Ja. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Der Mensch prüfe also sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Er soll es also dann wirklich tun, frohen Herzens. Dann nochmal eine Warnung. Das ist auch eine Gefahr. Vers 29. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Was könnte das heißen? Nun, es könnte sein, dass ein Mensch so das Abendmahl nimmt, dass er denkt, das ist einfaches Essen. Ich esse so viel wie möglich Brot hier, damit ich satt werde. Ich trinke Wein, bis ich betrunken bin. Das war ja gerade die Situation in Korinth und kann auch heute so passieren, ja, dass man denkt, ha, ich gehe zum Abendmahl, da gibt es viel Wein, muss ich mir nicht kaufen. Das ist ein Missbrauch des Abendmahls. Da wird der Leib des Herrn nicht geachtet. Da wird nicht mehr an sein Opfer gedacht am Kreuz auf Golgatha, sondern da wird es wirklich nur noch zur äußerlichen Form. Und das soll es auch nicht sein. Also wir sollen daran denken, der Herr ist für uns gestorben und auferstanden. Das heißt, den Leib des Herrn achten. Jesus wertschätzen. Ihn nicht lästern oder verspotten durch oberflächliches, respektloses Verhalten beim Abendmahl. Das gehört übrigens auch dazu. Ein weiterer Aspekt, es gibt heute schon Dinge, möchte man gar nicht in den Mund nehmen, dass sie Abendmahl am Strand anbieten, in der Badekleidung und so weiter. Ich finde, das heißt auch nicht den Leib des Herrn achten. Ja? Man soll sich im Gottesdienst gesittet und anständig anziehen und verhalten. Auch nicht Unordnung in der Gemeinde und solche Dinge. Es soll alles geordnet und gesittet zugehen. Das heißt auch den Leib des Herrn achten. Wenn nicht, dann isst und trinkt man sich selber zum Gericht. Und ich denke, auch viele sogenannte moderne Abendmahlsformen, die es heute gibt, haben mit dem Abendmahl eben nichts mehr zu tun. Ich habe schon genannt, Feierabendmahl, Abendmahl für Kinder mit Coca-Cola und Sandwiches und so. Ja, das heißt auch den Leib des Herrn nicht achten, sondern Spott treiben. Spott, wovor uns etwa Psalm 1 warnt. Du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Wo sowas geschieht, ist nicht mehr Gemeinde Gottes. Da heißt es, geht aus und sondert euch ab. Übrigens auch dort, wo die gotteslästerliche Volksbibel oder die feministisch lästerliche Bibel in gerechter Sprache zitiert wird. Das hat mit Bibel nichts mehr zu tun, ja, wo solche Lästerungen stattfinden. Und deshalb sagt uns das Wort Gottes weiter, wo solche Dinge, solche Lästerungen geschehen, das bleibt nicht folgenlos. Vers 30, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind entschlafen, also verstorben, weil sie nicht mehr Gottes Heiligkeit akzeptiert und respektiert haben. Sie haben den Leib des Herrn nicht geachtet. Sie haben das Heilige mit den Füßen getreten durch eine rein formale, falsche Auffassung dessen, was im Gottesdienst geschieht.
Gott kann strafen auch durch Schwäche und Krankheit und sogar durch Tod. Es gibt sogar im Neuen Bund noch mindestens ein Beispiel, wo es Sünde gab von Menschen und sie unmittelbar gestorben sind, wo Ananias Gott sie weggenommen hat. Ananias und Sapphira, denn sie haben Gott belogen und sie haben den Heiligen Geist belogen, heißt es, und gelästert. Ja? Indem sie hätten ja gar nicht alles abgeben müssen, haben sie auch nicht getan, aber sie haben behauptet, sie hätten alles gegeben und das war die Lüge ihrer Sünde. Sie haben sich besser dargestellt, als sie sind. Wenn sie gesagt hätten, wir brauchen noch etwas für uns, denke ich, wären sie nicht so bestraft worden, aber sie haben den falschen Anschein erweckt. Sie hätten alles geopfert und sie haben damit Gott belügen wollen, ja, und die Gemeinde. Das sind sehr ernste Dinge und wir können dankbar sein, dass Gott heute nicht mehr so straft wie in der Urchristenheit bei Ananias und Sapphira. Ich weiß nicht, wer von uns vielleicht auch schon tot wäre. Ja? Vielleicht würde keiner mehr von uns lebend hier sitzen, wenn Gott immer noch nach diesem strengen Maßstab, auch zur Zeit Moses in der Wüste und auch von Ananias und Sapphira in der Urgemeinde richten würde. Es ist Gottes Barmherzigkeit, dass wir nicht gar aus sind. Aber doch kann Gott Schwachheit und Krankheit schicken. Und wenn wir nicht sofort hinweggenommen werden, sondern erst schwach und krank sind, dann kann es auch ein Bußruf sein, umzukehren. Jede Krankheit erinnert uns an unsere Vergänglichkeit. Und es ist eine Einladung Gottes, erkenne, dass dein Leben begrenzt ist, tue Buße, kehre um zu deinem Herrn und Schöpfer, gib ihm die Ehre. Und achte den Herrn heilig, auch im Abendmahl. Vers 31, wenn wir uns selber richteten, so würden wir nicht gerichtet. Brauche ich wohl nichts dazu sagen. Ja? Unser Maßstab zu uns selber ist oft sehr milde. Es gibt natürlich auch Menschen, die es sehr hart mit sich selber umgehen, aber in der Regel wollen wir unserem Fleisch nicht wehtun. Also wenn wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber von dem Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Im Griechischen steht hier der Begriff für Pädagoge, ja, erzogen auch, damit wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Das heißt an anderer Stelle, dass jede Züchtigung, wenn sie da ist, nicht Freude, sondern Leid zu sein scheint, aber dann, wenn wir darin bewährt sind, wird sie uns Friede, zur Friede und Gerechtigkeit und auch zum Leben dienen. Ich gebe es frei wieder, ich glaube, es steht im Jakobusbrief. Also, wir haben nicht gern die Züchtigung, wenn sie kommt, aber wenn wir sie annehmen, wenn wir den Herrn fragen, was willst du mir damit sagen? Wenn wir seine Leidenswege, die er uns führt, bereitwillig auf uns nehmen, dann dient es dazu, damit wir nicht mitsamt der Welt verdammt werden. Es gibt ja den schönen Satz in der Bibel, wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Ja, da habe ich schon bei mir manchmal gedacht, da muss er mich sehr lieb haben, ja, was ich auch schon erlebt habe. Manche wissen es vielleicht. Ja, und so sind manche Leidenswege, die wir uns nicht raussuchen, auch Liebeswege. Und Gott kann sogar krumme Wege gerade machen, auch in unserem Leben, auch wenn nicht alles in Ordnung war, auch wenn in unserem Leben Sünde ist oder war, ist auch immer noch, müssen wir uns nichts vormachen, keiner ist vollkommen vor Gott. Aber Gott kann sogar da noch Dinge richten. Richten hatte zwei Bedeutungen, ja. Gerade richten, das krumme gerade machen, aber dann auch richten, wo der Mensch auf den krummen Wegen bleibt und nicht umkehrt. Da wird er dann im Endgericht in die ewige Verdammnis gehen müssen. Lassen wir lieber uns jetzt richten, dass unsere krummen Wege gerade werden, dass wir auf dem schmalen Weg wandeln, damit wir nicht in der Ewigkeit dann gerichtet werden müssen in Form einer ewigen Verlorenheit. In der Hölle, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Ja, nun abschließenden Verse 33, 34. Darum, meine lieben Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Hat jemand Hunger, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Seelsorgerliche Ermahnung des Apostels, liebevoll, das sieht man an der Anrede, liebe Brüder. Und bei den Brüdern sind natürlich auch immer die Schwestern mit eingeschlossen. Wir brauchen nicht Bibeln umschreiben, sondern noch Schwestern hinschreiben. Wenn Brüder steht, sind auch die Schwestern natürlich mit gemeint. Ja.
Aber das ist die Hauptstellung des Mannes, dass die männliche Form hier gebraucht wird. Wir haben gestern drüber gesprochen und gehört. Aber meine lieben Brüder, ja, Gott hat immer noch die Menschen so lieb, dass er jedem nachgeht und ihn einlädt zur Umkehr. Und hier die konkrete Ermahnung, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Das heißt, nehmt aufeinander Rücksicht, teilt miteinander, seid nicht egoistisch, lebt wirklich in der Liebe. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und ganz praktisch jetzt, wenn Hunger hast, dann isst doch daheim, damit du nicht dich ungebührlich in der Gemeinde verhältst und damit du nicht zum Gericht mit den anderen zusammenkommst. Das andere will ich ordnen, wenn ich komme, schreibt der Apostel abschließend. Nun möchte ich abschließend nur noch mal kurz zusammenfassen, die verschiedenen Bedeutungen des Abendmahls, die wir nun erkannt haben, aus dem Wort Gottes, aus den verschiedenen Texten, die wir gelesen haben. Es ist also zunächst ein Gedächtnismahl. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das kommt immer wieder, diese Formulierung. Es soll also erinnert werden an das Opfer Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Und gerade weil es ein Gedächtnismahl ist, ist deutlich, dass es ein einmaliges, abgeschlossenes Opfer war. So heißt es in Hebräer 9, Vers 28. So ist auch Christus einmal geopfert worden. Die Betonung liegt auf einmal, auch im Griechischen. Das heißt also nicht, er ist einmal geopfert worden, sondern er ist einmal, ein einziges Mal geopfert worden. So ist der Sinn. Ja? Geopfert worden, um die Sünden vieler wegzunehmen, nämlich aller, die an ihn glauben. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Das heißt ganz klar, wir können dieses Opfer nicht wiederholen, auch nicht in einer katholischen Messe, sondern das ist ein nicht biblisches Handeln, was dort geschieht. Es ist weiter ein Gemeinschaftsmahl. Wir werden in 1. Korinther 12 ausführlich hören von der Gemeinschaft, der Gemeinde, ein Leib und viele Glieder. Und es wird nirgends deutlicher zum Ausdruck gebracht beim Abendmahl, gerade auch wenn aus einem Kelch getrunken wird. Manche haben ja Angst, sich da anzustecken. Aber so wie ich gehört habe, ist wohl noch niemand wirklich krank geworden, indem er aus dem Gemeinschaftskelch getrunken hat. Genauso wie bei Taufen im Eismeer in Sibirien, nach den Überlieferungen, die mir bekannt sind, noch nie ein Mensch krank wurde, sondern Gott hat immer bewahrt, wenn jemand im Glauben das empfangen hat. Ein Mahl der Gemeinschaft, Gemeinschaftskelch, Gemeinschaftsbrot, das eine Brot, der eine Kelch. Ich möchte nicht dogmatisch sein, natürlich kann es mal sein, dass jemand meint, der muss mehrere Kelche geben, aber die Regel sollte doch der Gemeinschaftskelch sein. Ferner ist es die Erinnerung an die Vergebung der Sünden am Kreuz auf Golgatha. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 1. Korinther 11, 24. Also Gedächtnismahl, Gemeinschaftsmahl, Vergewisserung der Vergebung, Erinnerung an die Vergebung. Die Vergebung geschieht also nicht, ich möchte es nochmal sagen, indem ich einfach jetzt eine Hostie nehme, sondern die geschieht, indem ich im Glauben das Erlösungswerk Jesu am Kreuz erfasse. Und das kann auch konkret beim Abendmahl für mich ganz lebendig, real erfahrbar werden. Ja, dass man es wieder ganz konkret erfasst und auch die Sünden dann beichtet dabei, auch im Stillen. In manchen Kirchen wird auch nochmal laut ein Sündenbekenntnis gesprochen, sodass also wirklich deutlich wird, durch Glauben gerettet, aus Gnaden erlöst. Aber nicht durch ein Ritual, sondern durch den persönlichen Annahme des Opfers des Herrn. Ferner ist es ein Freudenmahl und ein Hoffnungsmahl, die Freude auf die Wiederkunft Jesu Christi. So haben wir gehört in 1. Korinther 11, Vers 26, so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieser eschatologische Aspekt auf die Wiederkunft Jesu Christi ist ganz groß und macht es auch zu einem Freudenmahl. Und der Herr Jesus spricht in Matthäus 26, Vers 29 und in Parallelstellen auch davon, dass er eines Tages aufs Neue Brot und Wein mit ihnen teilen wird im Reich Gottes. Ja, dieser Ausblick auf das Reich Gottes ist ganz großartig. Und eine geradezu überirdische himmlische Freude steht deshalb über jedem Abendmahl. Ja, ist uns das bewusst? Es ist nicht einfach nur traurig, indem wir das Opfer am Kreuz denken, sondern es ist auch schon
die Freude auf die Wiederkunft des Herrn, wo wir das himmlische Mahl mit ihm feiern werden. Den Aspekt sollten wir nicht vergessen. Und in dieser Freude dürfen wir auch immer wieder in unseren Gemeinden Abendmahl feiern. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Kreuz auf Golgatha deinen Leib hast zerbrechen lassen und dein Blut vergossen hast für uns, dass du als das unschuldige Passahlamm in den Tod gegangen bist, zur Sühnung unserer Sünden. Herr, reinige unsere Herzen von Schuld und Sünde durch dein Blut. Erneuere uns durch deinen Heiligen Geist. Heilige unser Leben, dass wir dir ähnlicher werden. Und lass uns einmal das Herrenmahl feiern in deiner himmlischen Gegenwart, dass wir alle dabei sein dürfen, die wir heute hier sind, dass keiner verloren geht. Herr, wir wollen dich rühmen und preisen, o du Lamm Gottes, dass du für uns verblutet bist auf Golgatha. Amen.